Gelebte Demokratie bedeutet für mich, Fairplay nicht nur auf der Matte oder in den Wettkämpfen vorzuleben, sondern gerade auch im Alltag. Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das Netzwerk Gelebte Demokratie setzt sich in Dessau-Roßlau für eine tolerante und weltoffene Alltagskultur ein. Es bringt Menschen zusammen, stärkt Initiativen vor Ort, mischt sich ein und bezieht Position gegen Intoleranz, Gewalt und Diskriminierung. Das Netzwerk ist Schnittstelle, bündelt Angebote und Aktivitäten und vertieft Kooperationen. All diese Bemühungen werden von einem zentralen Gedanken getragen, im Miteinander mehr Freude in unserer Stadt zu erleben. Gelebte Demokratie bedeutet für uns, die Freiwillige Feuerwehr, als wohl älteste Bürgerinitiative eine Selbstverständlichkeit. Den Nächsten zu respektieren und damit auch das Neben und Miteinander verschiedener Kulturen in ihrer Vielfalt zu erleben und zu genießen. Hinter dem braunen Bretterzaun ist das Leben viel bunter. Das Netzwerk lebt von der Vielfalt seiner Mitglieder. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Erlebniswelten ermöglichen eine breite Perspektive und öffnen Türen. Wir verstehen uns als offenes Gremium, das niemanden ausschließt und zum aktiven Mitwirken in thematischen Arbeitsgruppen einlädt. Gelebte Demokratie bedeutet für mich, sich zu beteiligen, weil Demokratie nicht nur was für Eliten ist und ich an die Kraft und Eigenmacht der Menschen glaube. Das Netzwerk Gelebte Demokratie umfasst bereits über 50 Vereine, Institutionen und Einzelpersonen. Wir laden alle Menschen dieser Stadt und der Region zum Mitmachen ein. Engagieren Sie sich in den Initiativen, Gruppen und Vereinen der Stadt, direkt im Netzwerk oder mit eigenen Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.gelebtedemokratie.de.